Kirche zu Hause und unterwegs. Heute feiert die katholische Kirche Mariä Aufnahme in den Himmel. Im Zentrum dieses Hochfestes steht die innige Beziehung Marias zu ihrem Sohn Jesus. Das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel verkündet, dass für Maria schon jetzt Wirklichkeit ist, was für alle anderen Christen, du, ich, noch aussteht. Sie ist einfach das Bild des erlösten Menschen. In ihr schaut die Kirche das Bild ihrer Vollendung. So ist nicht eine biblische Aussage über Maria der Auslöser für dieses Fest, sondern der Glauben der Christen. Der Glauben der Christen, dass Maria bereits jetzt in der Vollendung lebt. Ihr Sohn, der Tod und Grab besiegt, erlässt im Tod die Mutter nicht. So steht es unter anderem auch im Gotteslob, Vers 522. 1950 war es, da hat Papst Pius XII. Diese Glaubensüberzeugung zum Dogma erhoben. Also zu dem, was laut Kirchenrecht wirklich wahr ist. In der Ostkirche, da feiert man schon seit 450 den Heimgang Marias. Für den Westen ist das Fest seit dem 7. Jahrhundert bezeugt. Normalerweise kennen wir so, und das haben wir ja auch in den letzten Folgen der Reihe Selige und Heilige schon gelernt, wird der Gedenktag eines Heiligen in der Regel auf seinen Todestag gelegt. So, den Todestag von Maria, den kennen wir nicht, aber am 15. August feierte man in der Jerusalemer Marienkirche einen Feiertag zu Ehren der Gottesmutter, also ist es dann somit der 15. August geworden. Am Fest Mariä Aufnahme in den Himmel lädt die Mutter aller Gläubigen uns ein, in Wort und Tat eine tiefere Beziehung zu ihrem Sohn zu suchen, und das wird dann auch heute in den Gottesdiensten so gefeiert. Neben der heiligen Gottesmutter Maria denken wir aber auch noch unter anderem an den heiligen Altfried von Hildesheim, an den heiligen Arnulf von Soissons und an die selige Mechthild von Magdeburg. Der KW Kirche Podcast. Wöchentlich neu, immer anders. Der KW Kirche Podcast. Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.